Dirk, eine Qualifikation, die nicht so ganz einfach war. Wir haben viele Stürze gesehen. Hoffentlich ist dem Amerikaner nicht so viel passiert. Wir haben noch keine neuen Informationen, werden das natürlich versuchen, bis morgen rauszufinden. War ein schwieriger Start mit dem Neuschnee unten drin. Da kriegt das OK hier keine 10 Punkte von mir. Das hätte man auch besser in den Griff bekommen sollen. Aber am Schluss der Qualifikation lief alles wieder bestens und wir haben eine tolle Qualifikation gesehen. Für wahr. Und von den richtig Guten ist ja auch keiner gestürzt. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass diejenigen, die in den Schnee mussten, eben doch nicht die Fähigkeiten haben, um solche Bedingungen zu beherrschen. Naja, am Anfang war es schon ein bisschen schwieriger. Also das waren ja auch keine riesenweiten Sprünge, also das war nicht gut, aber es ist abgestellt worden und für morgen hoffentlich gebessert. Und dann schneit es auch nicht mehr, dann ist es eh einfacher. Ja. Ansonsten, viel schlauer sind wir nicht geworden. Die beiden Österreicher, Halbeck und Kraft, die werden das richten. Das haben sie auch gerade im Interview, da haben sie keinen Zweifel dran gelassen. Das ist nicht überheblich, das ist einfach gesundes Selbstbewusstsein. Die Jungs wissen, was sie können und das setzen sie morgen um. Aus meiner Sicht geht es um Platz 3. Naja, springen muss man auch mal, erstmal vorher. Aber die Form ist schon beeindruckend. Bleibt uns gar nicht weiter viel zu sagen, als dass wir morgen natürlich wieder parat sind zum Finale. Und Dank an unseren Kameramann, den Flo. Und wir wünschen allen Springern toi, toi, du musst toi, sagen, wer Flo ist. Ja, Flo Kottlaber, der Pressesprecher der österreichischen Nationalmannschaft. Guck mal, der toi, toi, toi. Der filmt jetzt die Toilette. Toi, 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 to